Hallo und herzlich willkommen zu Zelda Majora's Mask. Wir sind in der Schatztruhe und gucken mal, was es am dritten Tag so zu gewinnen gibt. Es soll am dritten Tag ein Herzteil hier geben, aber ob wir das auch bekommen, sehen wir jetzt. Ja, das ist ja die Aktion mit dem unsichtbaren Labyrinth, bis man vor einer Wand steht. Mit der Bunny-Maske weniger dramatisch, weil Bunny-Maske uns schnell macht. Da kann man es auch mal verkraften, dass man einmal in so eine Sackgasse rennt. Und wer aufgepasst hat, weiß, wir müssen jetzt ganz zum Anfang zurück. Aber wie gesagt, das kann man verkraften, wenn man dann einen schnellen Weg findet. Mit Bunny-Maske. Ohne ist es sofort verloren. Deswegen ist es ganz schlau, das Teil zu holen, wenn man die Bunny-Maske hat. Ja, jetzt seitlich vor der Kiste stehen und sie nicht aufzubekommen, ist natürlich das Ärgerlichste, was einem so passieren kann. Man ist da, aber hat sie nicht aufgemacht in Zeit. Wir haben es geschafft und Rubine bekommen. Nee, nicht noch in Versuch als Link, als, ja, menschlicher Link. Weil, als Gorone kriegt man es. Nur als Gorone. Man zahlt mehr für den Eintritt, deswegen kriegt man auch ein Herzteil. Ja. Also, dritter Tag als Gorone. 30 Rubine zahlen, kriegt man das Herzteil. Und mit dem Durchrollern ist es eigentlich kein größeres Problem. So. Das war's auch schon. Das Einzige, was man noch nur am dritten Tag machen muss, ist das hier. Und das ist das schwerste Minispiel, das es so in Zelda Majora's Mask gibt. Finde ich. Und ja, da ich auf dem Emulator gespielt habe, haben mich die Zeichen dann auch sehr verwirrt. Weil offiziell tauchen rote X und blaue Kreise auf. Rote Kreise und blaue X. Ihr seht, es ist keins von beidem. Bei Folgeversuchen ändern sich die Zeichen dann auch jeweils. Also kommen eckige Klammern, Rubine, alles mögliche ist bei mir aufgetaucht, nur nicht das, was sollte. Ja, es ist halt so, beim ersten Mal muss man mehr als 39 abschießen. Im Idealfall macht man dann möglichst 40. Beim zweiten Mal 41 und so weiter, weil für jedes Mal, wo man den Rekord bricht, kriegt man 50. Um möglichst viel Geld rauszuschlagen. Sagen wir mal, es gibt hier insgesamt 45 von den Dingern. Sind dann 6-mal Rekordbrechen. Das sind 300 Rubine. Das ist ganz nett. Das Spiel dauert ja ungefähr eine Minute. 300 Rubine in 6 Minuten macht man sonst eigentlich nur bei den Dodos. Ob man da wirklich 300 in 6 Minuten schafft, ist auch so eine Frage. Aber erstmal gibt es natürlich den Riesenköcher. Beim nächsten Mal würde es denn, beziehungsweise bei einem perfekten Spiel, wenn man alles abräumt, würde es das Herzteil geben. Das habe ich aber jetzt nicht mehr geschafft. Also jetzt nicht in der Aufnahme. Dafür bin ich bei dem Schatzi und Liebling reingegangen. Und habe davor natürlich die Zeit zurückgedreht. Ihr seht, ich habe Krabbelminen in der Hand, es ist der erste Tag. Das muss so sein. Es ist auch nicht der erste Versuch. Krabbelminen sind so eine fiese Sache. Aber im Prinzip kriegt man das hin, wenn man es ungefähr so macht wie ich jetzt. Ja, da der das Holz sich unterschiedlich hoch und unterschiedlich schnell bewegt, ist es so, dass man eigentlich sehr gut timen muss oder einfach sehr, sehr viele wirft. Ich habe mich für die Variante entschieden, einfach möglichst viele zu schmeißen. Ich werde schon irgendwas treffen. Da war auch so ein Teil Verzweiflung einfach mit drinne. Weil es ist halt
Ja, eine Übungssache. So, und dann auf zum nächsten Versuch. Ich hoffe, ich habe nicht alle Versuche drin gelassen. Aber das sieht ja schon mal ziemlich zutraulich aus. Ja, die ersten drei getroffen. Ja, gehofft, dass der dritte trifft. Man muss schon sagen, es nimmt es nicht wirklich so extrem ernst. Also, auch ein Streifschuss ist da noch erfolgreicher. Und wir haben jetzt alles abgeräumt. Bis auf die erste. Ja, bis auf die in der Nähe der Tür. Genau, die über der Tür. Und da wird mir das jetzt zu nervig. Ich schmeiß einfach in die Richtung. Und wir haben einen perfekt erreicht. Ja. Damit kriegen wir... Ja. Sagen wir Glückwünsche von den beiden. In diesem ist es nämlich auch wie in dem nächsten Spiel Casino, das wir besuchen. Bei denen hier. Man muss an allen drei Tagen ein perfektes Spiel hinlegen. Das ist bei den beiden, ja, je nach Gewöhnung nervig bis okay. So richtig meine Lieblingsspiele sind es nicht. Also das Schätzchen und Liebling und Schätzchen Casino ist wirklich das Schlimmste. Das alleine schon das verliebte Rumgeturtel von den beiden ist immer so. Die beiden sind ja scheinbar aneinander festgewachsen und ja. Das hier ist eigentlich eine Flugprobe. Wenn man es hinbekommt, dann ist es nicht weiter dramatisch. Es ist jetzt aber auch nicht so das Lustigste. Was man den Spielemachern aber lassen kann, ist, es ist eine Abwechslung. Relativ einzigartig, so in den Zelda-artigen Spielen. Und hat doch einen gewissen Unterhaltungswert. Nicht so einfach, aber machbar. Das ist okay. Das ist okay. Tippi, ein ungewöhnlicher Name für Dekos und so weiter. Schau doch nochmal morgen rein, wenn wir umdekoriert haben. Weil wir sowieso gerade mit den Dekos unterwegs sind, sind wir bei den Deku-Schreinen. Nämlich jetzt die Deku-Maske zu gewinnen. Tippi, danke für die Rettung unserer Prinzessin und so weiter. Bitte folgt mir. Ja. Mit der Bunny-Maske ist auch dies wieder weniger problematisch, als es erst scheinen mag. Ja. Wenn man zu langsam ist, versucht er einem noch zu helfen und wirft einem Flämmchen hin. Diese Flammen sind aber mehr Hindernis als Hilfe. Weil man muss den Flammen zusätzlich ausweichen, da sie einen sonst verbrennen. Oder wirft er einem nicht mal Flammen hin und man... ist egal. Dieses Türschließgeräusch, das ihr manchmal hört. Genau dieses. Ist wirklich, da wird eine Tür geschlossen, wenn er da durch ist. Und wenn man zu lange braucht, dann ist die Tür zu. Da vorne ist wieder eine. Durch die Bunny-Maske ist das Folgen jetzt allerdings so einfach, dass man das nicht so richtig lange hört.
Hier ist wieder eine sehr schöne Stelle. Also, ne? Ich versuche jetzt immer so ruhig zu sein, dass man dieses Türschließen noch hört. Bumm. Da war's. Extra bis die Tür unten ist durchlaufen. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn man die Bunny-Maske nicht hat, einfach versuchen, bis man weiß, wo die Feuerwände hochkommen und man ihn gar nicht mehr braucht. Weil teilweise kommt man in dem Raum an und dann ist schon weg. Oder auch das hier ist so eine Sache. Schlängel laufen bei Rutsch ab, wenn du falsch trittst. Äußerst unschöne Sache, wenn man wirklich Zeitdruck hat. Hier noch eine... Er versucht uns zu töten. Besonders wenn er jetzt sagen würde, ja, wir machen das mit einem kleinen Deku. Eine holzbasierte Lebensform mit Feuerring begrüßen. Ist schon fies. Aber was die ganzen Deko-Leute hier drinnen suchen, ich meine, wohnen hier oder ist das ein scheiß Ort zum Leben? Sind da. Gut gemacht, Tippi. Hier ist die Belohnung, die wir versprachen. Bitte nimm sie an. Die Schweinemaske. Nein, die Maske der Düfte. Drückst du C, verstärkt sie deine... und so weiter. Er muss an seinen Sohn denken, er würde mit seinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Ich bin zwar alt, aber immer noch ein würdiger Gegner. Wie damals, als mein Sohn noch... Bitte vergib meine Unhöflichkeit. Ja. Das ist auch der Punkt, wo man ganz sicher sein kann, dass man nicht irgendeinen Deku spielt, sondern quasi die Maske von seinem toten Sohn bekommen hat. Was dieser eingedrückte Baum kurz bevor man in der Unruhestadt ankam war. Ja. Dieser Baum ist Mythenstein, Infocenter, wenn du den Sohn, Bild vom Sohn abgibst. Das ist ein super Hinweis. Ja. Man kann den Deko-König oder den Sohn fotografieren. Was das jetzt hier vor dem versteckten, verlorenen Wald abklatsch macht, weiß ich nicht. Ich glaube, hier heißt es verbotener Wald. Nee, Wald der Mysterien. Wir haben die Maske auf. Wir brauchen unbedingt eine Flasche. Und müssen jetzt auf der Suche nach einer Duftwolke sein. Und hier ist sie schon. Es gibt die mehrfach im Wald. Lässt mit den Augen sehen, was deine Nase riecht. So. So nah muss ich daran. Also man merkt, es ist wirklich eine Punktsache. Ohne Maske, wenn man weiß, dass da einer ist, ist man trotzdem stundenlang am Schöpfen. Und wenn wir jetzt noch sagen, die sind eventuell nicht immer am gleichen Fleck oder haben unterschiedliche Flecke, wo sie sein können. Ja, dann danke. Dann mache ich das ohne Maske nicht. Also ich mache das sowieso nicht ohne Maske. Die Belohnung ist zwar ganz schick, aber für mich ziemlich nutzlos.
sollte jetzt aber kein großes Geheimnis sein. Wenn man nur eine von diesen Pilzen hätte. Hm, welches Bouquet? Du hast einen für mich gesucht. Ich konnte sie einfach nirgends finden. Komm später nochmal wieder. Was das in solchen Spielen heißt, weiß man ja. Tür auf, Tür zu. Rein, raus, fertig ist. Kihi, willkommen. Tränke wirken gut. Schnüffel, Schnüffel, zarte Duft. Hast du welche? Wir könnten jetzt zurückgehen und ihr noch mehr Pilze geben. Ich glaube, sie würde uns 20 oder 50 Rubin dafür geben. Ja. Oder sie gibt uns pro Pilz einfach noch eine Flasche Blaues. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht, es hat sich auch nie gelohnt, das zu machen. Ich benutze die blauen Elixiere eh nicht. Aber mal gucken, was die Frösche so machen. Wenn ich mich nicht täusche, bist du groß geworden. Frühling. Also wir haben den Bergboss nochmal platt gemacht und Froschmaske aufgesetzt und jetzt hier. Es sieht leider so aus, als wäre es nicht allen möglich gewesen. Such die Frösche. Ja, klar, machen wir. Mal sehen, wo wir die Frösche so finden können. Im Dschungel- oder Sumpftempel ist einer. Das ist dieser wunderbare Ort. Mitten im Sumpftempel. Vor dem Master Key. Wo wir diesen Gecko besiegt haben. Weil ich es gerade oder allgemein toll finde, dass sie Geckos und Frösche gleichsetzen. Das sind beide Fliegen. Don Gero, was führt dich her? Frühling. Boah. Sofort in die Berge aufbrechen, puff und weg ist er. Mal die Reverse-Taste aufgesetzt und so rum. Ne, so geht's halt hier hin. Ist der Schnellkurs. Wenn man bereits Feuerpfeile hat oder einfach nur den Bogen, dann kommt man halt relativ schnell dahin. Sobald man die große Pflanze in der Mitte aktiviert hat, ist alles geregelt. Der nächste Frosch ist hier. Auch im Sumpf. Relativ einfach zu finden. Don Gero und so weiter. Gleicher Text. Und damit haben wir jetzt schon 3 von 5 Fröschen. Aber auch die fast 19 Minuten voll. Deswegen sage ich mal, fürs Zuschauen, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Und bis dahin. Tschüss.